Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen hier bei mir im Kanal 83MeToo. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Seitenzahlen bei Word 2015 an eurem MacBook richtig einrichten könnt. Das heißt, dass die erste Seite, also das Deckblatt, keine Seitenzahl hat, dass die folgenden Zahlen, Seiten römische Ziffern sind und danach die normale arabische Ziffernfolge folgt. Also legen wir los. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier ein ganz einfaches Dokument geöffnet in meinem Word 2015 auf dem Mac. Und wir beginnen jetzt einfach mal damit. Das, was ich euch empfehle, ist dieses Symbol hier zu aktivieren. Mir ist der Name dafür nicht bekannt, darum sieht man aber, ob man einen Enter gedrückt hat, einen Umbruch gemacht hat und so weiter. Und jetzt sage ich einfach mal, diese Seite hier ist das Deckblatt. So. Und danach müssen wir auch schon den ersten Schritt machen. Wir müssen einen sogenannten Abschnittsumbruch einfügen. Das ist wichtig, dass ihr damit arbeitet, denn sonst funktioniert es nicht. Wir haben zwei Möglichkeiten, diesen Umbruch einzufügen. Einmal hier über die Funktion Einfügen, Umbruch, Abschnittsumbruch, nächste Seite. So, und dann seht ihr jetzt, der Cursor ist auf der nächsten Seite und hier kann man jetzt keinen Text eingeben, sondern erst hier oder müsste mit Enter dann an die Position dahinter kommen. Wie ihr sehen könnt, wird der Abschnittsumbruch nächste Seite benannt, dieser Umbruch, den wir gemacht haben. Und das ist der Vorteil von diesem Funktionsding hier. Sonst wisst ihr nicht, was ist jetzt hier genau passiert. So sieht man das sehr gut. Das empfehle ich euch wirklich, hiermit zu arbeiten, mit dieser Funktion. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie das heißt. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ja, das war der erste Schritt. Ich zeige euch gleich auch noch, wie ihr den Abschnittsumbruch auch noch einfügen könnt. Machen wir im nächsten Schritt, weil wir davon ein paar brauchen. Ja, im nächsten Schritt gehen wir dann hier auf die nächste Seite. Und hier haben wir ja in der Regel als allererstes das Inhaltsverzeichnis, damit auch klar ist, was ist da drin. Genau, und jetzt brauchen wir nämlich auch wieder einen dieser Umbrüche und den können wir jetzt mal hier machen. Also entweder klar, wieder über Einfügen, Umbruch, Abschnittsumbruch. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, den hier über Layout, Umbrüche und dann hier unter Abschnittsumbrüche nächste Seite zu finden. Und ist die gleiche Funktion, ist nur an anderen Positionen einfach platziert. Genau. So, und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier wieder den Abschnittsumbruch und sind mit dem Cursor auf der nächsten Seite. Ja, und wenn wir auch schon auf der nächsten Seite sind, brauchen wir für unsere Arbeit hier Abbildungsverzeichnis auch noch. Das muss ja gegebenenfalls bei der Bachelor-, Master-, Diplomarbeit auch mal rein oder Dissertation. Und ja, genau. Danach brauchen wir abermals einen Umbruch. Machen wir jetzt hier wieder das Layout. Zack, nächste Seite. Und dann schreiben wir jetzt mal hier, hier steht der eigentliche Text dieser Abschlussarbeit, bla bla bla. Also hier beginnt eure Abschlussarbeit eigentlich. Und genau, jetzt ist die Frage, wo soll eure Zählung beginnen? Also da gibt es ja je nach Hochschule oder Universität unterschiedliche Anforderungen und Wünsche des Professors. Und ich gehe jetzt mal ganz nach oben. Also bei meiner Abschlussarbeit war es so, auf dem Deckblatt sollte keine Zahl sein, gar keine Ziffer. Im Inhaltsverzeichnis, genauso wie auch im Abbildungsverzeichnis, sollten die römischen Ziffern oben stehen. Und danach sollte der eigentliche Text mit der normalen Anführungsstrichen, ich glaube arabische Ziffern sind es ja, mit der 1 beginnen. Ja, und das werden wir jetzt hier exemplarisch durchführen. Und damit könnt ihr aber auch andere Anpassungen machen, wenn es bei eurer Hochschule oder Universität anders sein soll. Genau. Wir gehen also auf die Seite, wo die Zählung beginnen soll. Das heißt, auf dem Deckblatt möchte ich, wie gesagt, keine Ziffer haben, sondern aber hier im Inhaltsverzeichnis. Also klicke ich jetzt hier oben rein und gucke jetzt. Jetzt suchen wir nämlich die Funktion, genau, der ist jetzt auch direkt in der Kopf- und Fußzelle drin. Und hier muss der Haken weg oder die graue Unterlegung bei der Funktion mit vorheriger verknüpfen. Das heißt, wir verbinden jetzt oder lösen die Verbindung zwischen dieser Seite 1 und Seite 2 auf, indem wir hier draufklicken. So, das war der erste Schritt. Und jetzt können wir direkt hingehen und die Seitenzahlen schon einfügen hier. Das machen wir hier über die Seitenzahlen.
Seitenzahl. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, die Seitenzahlen einzufügen. Und hier könnt ihr jetzt gucken, wie ihr die haben möchtet. Wir gehen jetzt hier rein unter das Format. Und unter Zahlenformat sagte ich ja, ich möchte römische Ziffern haben, ich möchte die in Großschrift haben. Also wähle ich das aus. Und das soll beginnen mit römisch 1, weil es die erste Seite ist. Also sage ich OK und nochmal OK. Und hier sehen wir es. Ist jetzt rechts angeordnet, könnt ihr auch links machen, das ist absolut egal. Dann müsstet ihr hier unter Seitenzahlen die Ausrichtung ändern. Machen wir jetzt mal links, dann haben wir es direkt hier beim Cursor. Ne? So, haben wir links die römische 1 stehen. Wenn wir jetzt nach oben gehen, sehen wir, dass auf der ersten Seite keine Zahl steht. Das ist auch absolut richtig, so wie wir es haben möchten. Wenn wir jetzt nach unten gehen, sehen wir jetzt hier, ah, das stimmt aber nicht. Hier sehen wir die arabische 2. Und danach die arabische 3. Und das ist ja nicht korrekt, denn wir wollen ja hier im Abbildungsverzeichnis auch noch die römische 2 stehen haben. Und um das zu ändern, gehen wir jetzt hin, sagen Seitenzahlen und gehen hier nochmal in das Format, Zahlenformat und wählen hier wieder die römischen Ziffern aus. Beginnen mit brauchen wir jetzt nicht, denn fortsetzen mit, vom vorherigen Abschnitt. Das heißt, er guckt auf der vorherigen Seite, welche Ziffer steht dort, das ist die römische 1, und fügt dementsprechend hier nochmal die römische 2 ein. Hat auch soweit perfekt funktioniert. Wie ihr seht, hier beim eigentlichen Textbeginn sind wir immer noch bei der arabischen 3. Und das ändern wir gleich. Gucken jetzt nochmal, zack, hier haben wir römisch 2, im Abbildungsverzeichnis, Inhaltsverzeichnis römisch 1 und keine Seitenzahl auf der ersten Seite, so wie es richtig und gewollt ist. Genau, nächster Schritt, gehen wir also, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, genau, das haben wir gemacht, wir haben die römische 2 auch hier, also gehen wir ganz unten hier auf die Textseite und wählen hier die 3 aus, das haben wir jetzt so gemacht, gehen auf die Seitenzahlen. Ja, jetzt bin ich einen Schritt kürzer gegangen. Ist quasi das Gleiche. Ich kann direkt über die Seitenzahl, also über die Seitenzahl und Format hier reingehen oder aber über Seitenzahl formatieren. Dann bin ich halt schneller drin. Und hier wähle ich aus Zahlenformat 1, 2, 3. Das ist richtig. Das könnt ihr noch anders designen, wenn ihr das haben möchtet. Und sagen hier beginnen mit arabische 1. Und ihr seht, die Seitenzahl beginnt mit 1. Wie ihr dann sehen könnt, römisch 2. Und römisch 1 ist geblieben und keine Seitenzahl auf dem Deckblatt und das war's schon. Also es ist eigentlich wirklich sehr einfach, wenn man mit den richtigen Abschnittsumbrüchen arbeitet. Na, hier und hier. Und wenn wir jetzt hingehen und fügen jetzt noch eine weitere Seite hinzu oder machen jetzt einfach mal so lange Enter, bis wir zur nächsten Seite kommen, werdet ihr sehen, da geht es ganz einfach weiter, haben wir direkt arabische 2, und jetzt hier nach auch wieder die 3. Also wirklich ganz easy, wenn man die richtigen Funktionen von Word hier nutzt. Ja, also ich denke, das war's. Hat ja soweit schon perfekt geklappt. Ging auch ganz easy. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Einleitung weiterhelfen. Wünsche euch viel Glück und Erfolg bei der Abschlussarbeit oder was ihr auch immer für eine Arbeit da schreibt. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn es euch geholfen hat. Und abonniert doch meinen Kanal 83MeToo. Ciao.